Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, hier vor Ort im Gemeindezentrum und zu Hause oder unterwegs am Livestream. Die heutige Predigt, sie steht unter einer Frage. Und zwar, ich darf mal die erste Folie bitten, eine Frage, die mich ganz persönlich getroffen hat. Liebst du, habe ich gelesen. Liebst du, habe ich auf einer Twitter-Nachricht gelesen. Ich lese sonst keine Twitter-Nachrichten, aber im Herbst letzten Jahres war ich im Internet auf der Suche nach einer Information und habe das auch über Twitter gemacht. Und da war auf einem Kanal einer bestimmten Person diese Frage, liebst du? Und diese Frage, sie hat mich getroffen. Und ich habe mich gefragt, ja, lieb ich? Ja klar, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, meine Familie, Freunde und natürlich, ich liebe Jesus. Aber ich habe schon gemerkt, hinter dieser Frage steckt viel, viel mehr, als ob ich einen Partner habe und den lieb habe, als ob ich liebe Menschen um mich herum habe, die auch ich lieb habe. Es geht darum, ist Liebe der bestimmende Faktor in meinem Leben? Und auf dieser Twitter-Nachricht, auf diesem Twitter-Kanal war diese Frage verbunden mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Es ist die Geschichte von Jakob. Dieser Jakob lebte als Wüstennomade vor ungefähr 6000 Jahren und der wollte eine Frau heiraten. Rahel hieß diese Frau. Und damals war das ja nicht so, dass man das dann einfach gemacht hat, sondern da hat man einfach beim Schwiegervater, also bei deren Vater, gefragt, okay, das will ich tun und die gab es nicht umsonst. Und für diese Rahel war der Preis, war das ihr Vater bestimmt, du musst 7 Jahre unentgeltlich für mich arbeiten. 7 Jahre Arbeit ohne Lohn, nur gegen Kost und Logis. Und es hat dieser Jakob gemacht und er schreibt im 1. Mose 29, Vers 20, so diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Und sie, diese 7 Jahre, waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. 7 Jahre kamen ihm vor, so beschreibt er es, wie wenige Tage, weil er sie liebte. Solch eine Kraft hat die Liebe. Und wir müssen uns vorstellen, hier geht es um die Liebe natürlich zu einer Frau. Und hier merken wir, es geht auch nicht um ein kurzes Verliebtsein, um große Gefühle, die heute da sind und morgen wieder vorbei sind, um eine kurze Euphorie, sondern hier geht es um 7 Jahre Alltag, harte Arbeit umsonst. Und die Liebe hat gemacht, so beschreibt es dieser Jakob hier, dass ihm diese 7 Jahre wie wenige Tage vorkamen. Um diese Liebe und diese Kraft, wo Liebe hat, um die geht es heute. Und es geht nicht um die Liebe, wie es in dieser Geschichte zu einer Frau, sondern über diesen Jakob sagt das Neue Testament auch aus, Gott spricht über ihn aus, Jakob habe ich geliebt. Und diese Liebe, die eine solche Kraft entfaltet, dass 7 Jahre wie wenige Tage sind, das hat etwas tatsächlich mit Gott zu tun. Es geht über die Liebe zu einem Partner, über die Liebe zu Familienangehörigen, über diese menschliche Liebe hinaus. Und darum geht es heute Morgen, um die Liebe von Gott. Und wir beginnen mit dieser Frage, liebst du? Und ich verstehe diese Frage in dieser Richtung, wie sie auch mich getroffen hat, ist Liebe der tragende, der bestimmende Faktor deines Lebens? Und wenn nicht, was sonst? Da werden wir drauf kommen. Aber darum geht es bei dieser Frage, liebst du immer? Ist Liebe das, was dich tatsächlich und real im Alltag, so wie bei Jakob 7 Tage lang, bestimmt? Und so schauen wir uns einen Text an im Neuen Testament, der überschrieben ist in vielen Bibeln, auch in vielen Kommentaren mit der Überschrift, die Offenbarung der Liebe Gottes. Und mein Wunsch und mein Gebet heute Morgen ist, dass du, egal ob du jetzt hier vor Ort oder hier am, oder zu Hause oder unterwegs am Livestream bist, dass du eine Offenbarung der Liebe Gottes ganz neu heute Morgen bekommst. Und wir lesen aus dem 1. Johannesbrief, dem 4. Kapitel,
die Verse 7 und 10 und die Verse 18 bis 19. Und ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung, einer gut verständlichen Übersetzung, die aber dennoch sehr, sehr nahe am griechischen Urtext ist. Und es ist auch angeschlagen, ihr könnt mitlesen, 1. Johannes 4, 7 bis 10 erstmal. Meine Freunde, schreibt Johannes, wir wollen einander lieben. Und jetzt kommt's, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Jetzt springe ich zu Vers 18. Dort steht, wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und mit diesem letzten Vers möchte ich anfangen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das heißt anders ausgesprochen, ob ich liebe, hängt damit zusammen, dass ich mich von Gott lieben lasse. Und dieser Vers, der in der Luther-Übersetzung völlig anders übersetzt wird, da ist es eher wie eine Aufforderung zu verstehen. Viele kennen den Vers so, da heißt es eher, lasst uns lieben, denn er, den Gott, hat uns zuerst geliebt. Und für viele löst dieser Vers eher so etwas wie einen Druck aus, so nach dem Motto, jetzt streng dich mal an zu lieben, ja, und tu das, lieb andere, denn Gott hat dich ja schließlich zuerst geliebt. Aber so ist dieser Vers A nicht gemeint und B steht da auch so nicht drin. Dieser Vers ist grammatikalisch in der Form vom Modus her, vom Indikativ, das heißt nicht Befehlsform, wie Luther übersetzt, lasst uns lieben, jetzt liebt doch mal, sondern er stellt fest, Indikativ, das stellt fest, wir lieben. Wir lieben ist eine natürliche Folge, wenn Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn Gott uns liebt. Und darum geht es, wenn wir uns von Gott lieben lassen, wenn wir seine Liebe annehmen, wenn wir seine Liebe aufnehmen in unser Leben, wenn wir als von ihm Geliebte leben, dann kommen wir auch in diesen Prozess, dass wir lieben, sprich, dass Liebe der bestimmende Faktor in unserem Leben ist. Und dann kann Liebe, wie es hier auch steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht sein, Gottes Liebe zu uns. Diese grundsätzlichen Aussagen, dass Liebe ihren Ursprung in Gott hat, vielmehr, dass Gott Liebe ist, das kennen wir, das wissen wir. Jeder, der schon länger Christ ist, der schon länger in Gemeinde unterwegs ist, der hat es schon gehört. Ja, Gott liebt mich auch bedingungslos und Gott ist Liebe. Und das kennen wir auch, dass Liebe nicht eine Eigenschaft von Gott ist. Ja, also Gott ist allmächtig, ewig etc. Aber er ist nicht, er hat nicht nur Liebe, er übt nicht nur Liebe, sondern er ist von seinem Wesen Liebe. Das wissen wir und das kennen wir. Und ich möchte mit uns heute tiefer gehen, was es denn für uns praktisch, für unser Leben bedeutet. Wenn es hier steht, dass Gott Liebe ist, dann müssen wir erstmal klären, um welche Liebe geht es denn hier. Im Deutschen wie im Hebräischen gibt es ein Wort für Liebe. Im Griechischen, der Ursprache des Neuen Testaments, gibt es gleich mindestens vier Ausdrücke für Liebe. Und hier steht dieses Wort im Griechischen auch bekannt, Agape. Es geht um die Agape-Liebe. Und was meint die Agape-Liebe? Es gibt noch andere Formen. Im Neuen Testament finden wir noch den Ausdruck Philea für Liebe. Das ist die Freundesliebe. Es gibt dann noch das, was viele unter Liebe verstehen, Eros, diese begehrende Liebe, die auf einen Partner zentriert ist. Es gibt dann noch was anderes.
Also wenn du dich mit den verschiedenen Ausdrücken von Liebe im Griechischen beschäftigen willst, empfehle ich dir ein Buch, ganz alter Schinken, C.S. Lewis, was man Liebe nennt, gibt es auch heute noch. Ja, da wird das alles von vorne bis hinten behandelt. Für uns heute Morgen genügt heute, es geht hier um Agape-Liebe und das ist folgende, es ist diese bedingungslose, diese grundlose, diese einseitige und unendliche Liebe aus Gott, die allein in ihm ihren Ursprung hat. Und diese Liebe zu uns, sie hat keinen Grund, null Grund, außer in Gott selbst, weil er Liebe ist. Und immer wenn ich das höre, immer wenn du das hörst, begehrt die religiöse Seite in dir auf. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, das Leben hat mich so geprägt, dass ich glaube, wenn ich was für Gott tue, wenn ich religiöse Leistung bringe, wenn ich ihm diene, wenn ich das tue, was er in der Bibel sagt, wenn ich hier vorne stehe und predige ihm diene, dann liebt mich Gott noch ein bisschen mehr, als dass er mich sowieso da schon liebt. Und das stimmt nicht. Denn Gott liebt mich grundlos, bedingungslos, einseitig und unendlich. Ich kann durch meine Leistung nichts, aber auch gar nichts hinzutun. Und das ist was, was ganz tief in unsere Herzen fallen muss, weil wir glauben, dass immer noch, ich kann noch einen draufsetzen, dann liebt mich Gott mehr, Gott liebt dich nicht mehr. Seine Liebe ist grundlos, der einzige Grund ist er selber, weil er Liebe ist. Und genau diese Liebe, die brauchst du, denn so hat dich Gott geschaffen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn aus Liebe geschaffen. Den ganzen Schöpfungsprozess, diese Erzählungen im Buch 1. Mose, entspringen Gottes Wesen aus Liebe. Aus Liebe hat Gott die ganze Schöpfung und den Menschen geschaffen. Und als er dich und mich geschaffen hat, hat er auch etwas hinein davon, es wird so beschrieben im 1. Mose, Gott blies dem Menschen den Lebensodem, den Ruach Hebräisch des Lebens hinein. Und da hat Gott auch etwas von seiner Liebe in dich hineingelegt. Dieser Teil in dir, der auf seine Liebe angewiesen ist. Du bist als sein Gegenüber, als sein Ebenbild geschaffen. Du brauchst diese göttliche, grundlose Liebe. Ob du das dir eingestehst oder nicht, ob du das gemerkt hast oder nicht, Gott hat dich so geschaffen, du brauchst es. Du hast Sehnsucht nach dieser bedingungslosen, grundlosen und auch unendlichen Liebe. Die hört niemals auf. Du und ich, wir sind so geprägt, dass wir denken, kann Liebe vielleicht mal aufhören? Kann mal die Liebe meines Partners aufhören zu mich, wenn mal die Ehe schwierig wird? Ja? Ist die Liebe vielleicht mal da zu Ende? Gottes Liebe zu dir und zu mir, die ist unendlich, weil Gott ewig Liebe ist. Die hört niemals auf und das brauchen du und ich. Und das kann dir kein Mensch, kein Partner, keine Familie geben. Auch wenn du in der besten Familie der Welt mit den liebevollsten Eltern, dem perfekten Vater, der perfekten Mutter aufgewachsen ist und alle Liebe und Annahme bekommen hast. Von dorthin zum liebevollsten Partner der ganzen Welt, der dich immer versteht, der dich immer liebt, der immer an deiner Seite ist, stolperst. Auch von ihm kannst du diese Liebe nicht bekommen. Und auch von dir selber nicht, auch wenn du von dir grenzenlos begeistert bist und ein unglaubliches Selbstbewusstsein hast, das fast schon an Selbstüberschätzung grenzt. Du kannst dir diese unendliche und bedingungslose Liebe von Gott nicht selber geben. Du bist darauf angewiesen. Und wenn du das alles nicht erlebt hast, wenn du dein Leben Ablehnung erlebt hast, wenn du in deiner Familie gemerkt hast, da hat Liebe gefehlt, wenn du in deiner Ehe, in Partnerschaft merkst, da ist auch Ablehnung, da ist auch Verletzung. Wenn du mit dir selber merkst, mein Wert, der ist gemindert. Ich sehe mich immer so in meinem Wert gemindert an. Minderwertig. Ich kann mich selbst nicht lieben. Ich neige eher dazu, mich zu verdammen. Dann brauchst du diese bedingungslose und diese unendliche Liebe von Gott umso mehr. Und wie geht das jetzt, dass aus diesem Kopfwissen, dass Gott mich unendlich und bedingungslos liebt, dass das in mein Herz, in meinen ganzen Mangel, in das, so wie mich Gott geschaffen hat, in meine ganzen Sehnsüchte nach dieser Liebe, wie kommen denn die hinein? Und dann müssen wir wissen, Gottes Liebe ist für mich keine Wissensinformation. Das ist keine Information, dass ich das weiß, ah ja, okay, gecheckt, grundlos, bedingungslos, unendlich, sondern Gottes Liebe hat schöpferische Kraft.
Sie schafft etwas in mir, gerade weil sie nicht das liebt, was an sich wert hat, was liebenswert ist, was von seiner Beschaffenheit wir selber für ihn liebenswert sind, weil sie grundlos liebt, schafft sie aber durch diese Liebe einen Wert, eine Identität, ein Angenommensein in dieser Liebe. Wenn wir Gottes Liebe an- und aufnehmen, wenn wir das zulassen, dass sie in unserem Leben diese bestimmende, entscheidende Rolle spielt, dann schafft sie in uns unseren Wert, unsere Identität. Im Bild gesprochen, dann hörst du das göttliche Ja über dir als Person und über deinem Leben. Ich habe das bei mir erlebt. Ich war in meinem ganzen Leben eher auf dem Trip, und so bin ich auch geprägt von meiner Kindheit her, ich muss nach mir selber schauen. Wenn ich nicht nach mir schaue, schaut niemand nach mir. Ich bin ein Einzelkind, ich habe gelernt, mich allein durchzukämpfen, und das hat mich geprägt. Und es prägt mich auch noch bis heute. Da werden wir auch noch drauf kommen, auf Prägung und die Liebe Gottes. Und dieses, ich muss mir alles selber erkämpfen, da steht natürlich dieser grundlosen, dieser bedingungslosen Liebe Gottes entgegen. Und als ich das losgelassen habe und gesagt habe, ja Jesus, komm du mit deiner bedingungslosen, unendlichen Liebe, das macht meinen Wert aus. Ich lege das alles ab, ich höre auf, selber zu kämpfen. Mein Leben hängt von dir und meiner Liebe ab. Dann habe ich noch nie wie in diesem Moment, noch nie wie in dieser Zeit, und das prägt bis heute, eine solche Annahme von Gott erlebt, einen solchen Wert, ich bin von ihm geliebt und das macht meinen Wert, meine Identität aus. So konnte ich mit allen Umständen, und die waren nicht immer leicht, viel, viel besser umgehen. Die Umstände haben sich übrigens nicht erledigt dadurch. Ich bin durch tiefste Tiefen in meinem Leben gegangen, aber im Inneren, mein Wert, wusste ich, meine Identität liegt darin, ich bin von diesem Gott unendlich und bedingungslos geliebt. Und darauf bin ich nicht einfach so gekommen, das habe ich nicht nach einer Predigt begriffen, sondern das ist durch diesen Prozess, dass ich das selber machen gelassen habe und mich seiner Liebe geöffnet habe und die wirksam werden habe lassen. Durch das ist dieser Schaffensprozess, dieses Schöpferische, Gottes Liebe schafft meinen Wert. Ich frage dich heute Morgen, von was machst du deinen Wert abhängig? Auch wenn du an Jesus glaubst, du kannst an Jesus glauben und mit ihm leben und sagst, ja, seine Liebe, seine bedingungslose und grundlose Liebe, die ist dafür da, sonst könnte ich gar keine Beziehung mit ihm haben. Aber in Wahrheit hängt dein Wert an deinen Erfolg, an deiner Anerkennung, an irgendwelchen materiellen Sachen, an irgendeinem sozialen Status oder was auch immer. In Wahrheit prägt das deinen Wert und nicht die Liebe Gottes. Gott fordert dich heute Morgen auf, lass zu, dass seine Liebe bei dir diesen schöpferischen Prozess beginnen kann, dass sie etwas in dir schaffen kann, nämlich dass dein Wert, dass deine Identität allein in dieser bedingungslosen und unendlichen Liebe von Gott begründet ist. Darf Gottes Liebe diesen Schaffensprozess bei dir heute beginnen? Oder wenn du schon angefangen hast, darf sie es fortsetzen? Ich merke bei mir immer, ich muss Gott dir Erlaubnis geben und sagen, ja, Vater im Himmel, mach weiter mit diesem Schaffensprozess. Deine Liebe, die stärkste Macht der Welt, die soll mich mehr prägen als alles andere. Die soll meinen Wert ausmachen. Das ist übrigens meine ganz praktische Hilfe. Die, wo mich besser kennen, die haben das vielleicht gemerkt. Ich spreche immer von Gottes Liebe als stärkste Kraft oder stärkste Macht der Welt. Und ich sage das auch zu mir selber. Und ich spreche das auch zu mir selber, wenn ich bete. Gott, deine Liebe, es ist die stärkste Kraft, die stärkste Macht der Welt. Von der will ich abhängig sein. Die soll meinen Wert ausmachen. Der öffne ich mich. Die soll mich prägen. Mit der möchte ich mich beschäftigen. Und dann beginnt der Schaffensprozess. Dann entfaltet Gottes bedingungslose und unendliche Liebe ihre schöpferische Kraft in dir, in deinem Herzen, in deinem Leben. Ein Aspekt ist mir noch wichtig, und das ist mir der Aspekt, dass Gottes Liebe zu uns unüberwindbar ist. Wir lesen einen ganz bekannten Vers aus Römer 8, Verse 38 und 39. Und kennt ihr jeder, dort heißt es, oder fast jeder, sage ich mal, Paulus spricht dort, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
noch irgendwelche Gewalten, weder Höhen noch Tiefen, noch sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Bei menschlicher Liebe ist man unsicher, ob sie Bestand hat. Das hat uns geprägt. Aber wenn Gott uns liebt, dann ist diese Liebe unüberwindbar. Und der, wo das schreibt, dieser Paulus, der hatte keine guten Umstände. Der hatte Bedrängnisse, der hatte Ablehnung, der war nah vor dem Tod, der hatte Krankheit, der hatte Ablehnung von Menschen außerhalb der Gemeinde, der kannte Ablehnung von Menschen innerhalb der Gemeinde, der war im Gefängnis, der wusste nicht, wann ist sein Leben zu Ende. Und trotzdem schreibt er, egal was ist, Tod oder Leben, Krankheit oder Coronavirus, jetzt das, was jetzt ist, gegenwärtig ist oder was noch kommt, wie sich die Welt noch verändert. Nichts kann mich trennen von dieser bedingungslosen und unendlichen Liebe Gottes. Gottes Liebe ist unüberwindbar. Und das ist was, das mir im Kopf sagen, ja, ja, klar. Aber das ist etwas, das du im Herzen glauben, darauf vertrauen, das Lernen erschmusch. In der Corona-Krise wurde es bei mir schon auf die Probe gestellt. Ja, glaube ich das wirklich? Was ist, wenn diese Zeit jetzt sich wirklich wenn die wirklich dazu dient, dass sich die ganze Weltordnung verschiebt und alles anders wird wie vorher? Glaube ich dann das wirklich noch? Gottes Liebe zu mir? Die ist unüberwindbar, die ist von dem nicht tangiert. Das Leben wird dann anders werden, aber seine Liebe zu mir ist davon nicht zu überwinden. Sie bleibt gleich. Wenn alles fällt, wenn alles vergeht, seine Liebe bleibt. Vertraue ich darauf? Regiert auch in dieser Hinsicht Liebe als bestimmender Faktor in meinem Leben? Und so kommen wir nun zu dieser Frage. Lieb ich? Bestimmt diese bedingungslose, unendlich unüberwindbare Liebe tatsächlich mein Leben? Und wir schauen nun mal in unseren Text hinein. In Vers 18 wird auch davon gesprochen, dass Liebe regiert. Und es wird so gesprochen, wo Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Und wer sich vor dem Gericht noch fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Auch mit diesen Versen wurde unglaublicher religiöser Druck ausgeübt. Ich habe das erlebt. Zu mir hat mal ein lieber Bruder in völlig guter Absicht gesagt, als ich ihm erzählt habe, ich habe in meinem Leben noch Ängste. Er hat gesagt, was, du hast noch Ängste? Dann stimmt aber bei dir im Glauben was nicht. Und er hat sich auf diesen Vers berufen. Da muss doch die Liebe Gottes alles austreiben. Da musst du mehr beten, mehr Bibel lesen, näher zu Jesus und dann hast du keine Angst mehr. Ich glaube, nichts geht an dieser Aussage so sehr vorbei, was hier steht, wie was der gesagt hat, das stimmt überhaupt nicht. Hier geht es um die Angst vor dem Gericht. Was ist nach diesem Leben? Und weil Gottes Liebe wirklich bedingungslos und grundlos ist, nimmt sie uns diese Angst völlig. Aber Ängste, die wir im Leben hier haben, die sind da, die sind normal. Und mir gefällt dieses Bild gut. Entscheidend ist der Umgang mit der Angst. Angst wird in deinem Lebenshaus an die Tür klopfen. Angst wird vielleicht auch mal plötzlich im Raum stehen. Aber entscheidend ist, dass diese Angst in deinem Lebenshaus keinen Platz hat, dass sie nicht Platz nimmt, dass sie sich nicht breit macht, dass sie nicht alle Räume einnimmt, sondern dass die Liebe Gottes diese Angst vertreibt. Und wenn du dein Lebenshaus mit der Liebe Gottes füllen lässt, dann wird es auch so sein, dass wenn die Angst kommt, die wird mal kommen, Angstgefühle werden anklopfen, werden plötzlich ganz für dich erschreckend im Raum stehen. Aber mit der Liebe Gottes, weil sie unendlich bedingungslos und unüberwindbar ist, wird diese Angst dann auch gehen können. Die Frage bleibt, was bestimmt unser Leben? Die Liebe? Diese unendliche und bedingungslose Liebe? Und wenn nicht, was sonst? Ich habe bei mir festgestellt, wenn nicht Gottes Liebe mein Leben bestimmt, wenn sie nicht meinen Wert ausmacht, dann kommt ganz automatisch bei mir ein erlerntes System zum Tragen, das die Liebe Gottes ersetzt. Dieses System habe ich, obwohl ich mich nie dafür entschieden habe, ganz subtil in meinem Leben gelernt, von Kind auf. Von Kind auf hat jeder von uns
ein System erlernt, wie er damit klarkommt, ohne diese unendliche, bedingungslose Liebe zu leben, weil so bist du ja gemacht, und um damit im Leben klarzukommen. Und es ist ein System, das sich aus 4 Säulen speist. Ein System aus Sicherheit, aus Kontrolle, aus Anerkennung und aus Komfort oder Genuss. Bei jedem etwas anders akzentuiert, bei manchen mehr Anerkennung, bei manchen mehr Komfort oder Sicherheit, aber Sicherheit, Kontrolle, Anerkennung und Komfort. Mit dem, ganz subtil, ich habe mich nie dafür entschieden, aber mit dem versuche ich, Gottes Liebe in meinem Leben zu ersetzen. Das ist mein Substitutionssystem, ganz unterbewusst, ganz subtil. Und wenn Gottes Liebe nicht da ist und mein Leben bestimmt, dann trägt dieses System. Und ich habe das gemerkt bei mir. Deswegen hat mich diese Frage letzten Herbst auch so getroffen. Ich habe gemerkt in meinem Leben, obwohl mich nicht so sehr geprägt hat wie seine Liebe, wenn ich mich nicht immer wieder neu seiner Liebe öffne, wenn ich das nicht neu über meinem Leben proklamiere, deine Liebe ist die stärkste Macht der Welt, von der möchte ich bestimmt und geprägt werden, dann kommt ganz schleichend, ganz automatisch, ganz subtil dieses System wieder zum Tragen. Alle 4 Sachen, Sicherheit, Kontrolle, Anerkennung und Komfort, keine schlechten Sachen. Es ist gut, wenn du dein Leben in Sicherheit verbringst, wenn du finanziell guckst, dass es sicher ist. Es ist gut, wenn du manche Dinge kontrollierst. Mein Beruf ist Kontrolleur, ich bin Prüfer, ich kontrolliere die Ausgaben des Landes. Ich halte es für wichtig, dass es sowas gibt, ist mein Job. Anerkennung unter uns ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig Anerkennung aussprechen, wertschätzen. Und der Prediger in der Bibel spricht davon, genieß dein Leben. Das dürfen wir. Alles gute Sachen. Aber wenn ein System aus Sicherheit, Kontrolle, Anerkennung und Komfort sich an die Liebe Gottes setzt, dann baust du auf dich selbst und nicht auf die Liebe Gottes. Und ich habe das im Herbst gemerkt, deswegen hat mich diese Frage auch so getroffen. Liebst du? Das System hat wieder Oberhand gewonnen. Und auch, ich habe dieses System Gott schon gegeben. Ich habe das schon erkannt. Ich habe gesagt, nimm alle Kontrolle bei mir. Nimm alle Sicherheit. Das, was ich selber machen will. Ah, jetzt bin ich sicher, Kontrolle. Ich weiß, ich muss A machen, dann kommt B raus. Darauf vertraue ich. Auf Anerkennung, die ich bei Menschen habe. Und mein Komfort, meine Urlaubsreisen, mein Sport, das Runners High ab Kilometer 13. Ja, das tut gut. Ja, und das ist auch gut. Aber wenn sich das anstelle der Liebe Gottes setzt, dann baue ich auf mich und nicht auf seine Liebe. Und in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, fast alles von dem System ist weg. Ich bin zu Hause. Ja? Also alles das, was wie Kontrolle funktioniert hat, war weg. Das ging gar nicht mehr. Die Sicherheit, oh, ja, da habe ich geguckt. Und es wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, mich neu auf Gottes bedingungslose und unendliche Liebe als allein tragenden Grund und bestimmenden Faktor auszurichten. Und ich habe gemerkt, wenn ich das aber nicht bewusst tue, dann macht das System auch bei mir in der Corona-Zeit, zeigt seine Wirkung. Dann ist mein Homeoffice meine Sicherheit. Super, ich bin geschützt, daheim, sicher vor den Viren. Es läuft, ich kann arbeiten, das Geld ist da, ich habe die Sache in Kontrolle. Gut, den Urlaub muss man absagen, klar, aber ich kann es ja auch daheim schön machen und meinen Komfort genießen. Dann ist das alles da. Alles nicht schlecht, nur wenn es es an die Stelle von Gottes bedingungsloser Liebe setzt. Bei mir war ganz neu dran, ich gebe ihm wieder dieses System. In einem ganz bewussten Prozess. Ich sage, Jesus, ich gebe dir wieder mein Substitutionssystem aus Kontrolle, aus Sicherheit, aus Anerkennung und aus Komfort. Nimm du es. Und komm, ich öffne mich ganz neu deiner Liebe. Sie soll in mir diese Identität, diesen Wert wieder ganz neu schaffen. Davon möchte ich abhängig sein. Das soll regieren. Und je mehr wir uns von Gott in dieser Weise lieben lassen, je mehr wir ihm unser System geben, immer wo wir merken, jetzt regiert wieder das System und es ihm gleich geben und wieder Gottes Liebe hineinlassen, je mehr lieben wir, je mehr ist Liebe der bestimmende Faktor. Wie geht's praktisch? Wie mache ich mich auf diesen Weg? Am Ende möchte ich nochmal Paulus zu Wort kommen lassen. Im sogenannten Vater unser des Apostel Paulus. Es ist ein Gebet aus Epheser 3. Und es zeigt uns einen Weg auf, wie dieser Weg, dass Gottes bedingungslose und unendliche Liebe uns bestimmt, wie das gehen kann. Lasst uns zusammen lesen. Ich möchte bitten, dass die Folie
hier vorne erscheint. Epheser 3, Verse 14 bis 19, ein Vers lassen wir dabei aus. Und es beginnt mit Vers 14, da sagt Paulus, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf Erde ihr Dasein verdankt. Oder Luther übersetzt, der Vater, der rechte Vater oder der Vater aller Vaterschaft. Es ist mein Gebet, sagt in Vers 17 Paulus weiter, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und jetzt kommt, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, auf dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Paulus beschreibt hier einen schöpferischen Prozess. Es geht darum, dass dein Leben zuerst in der Liebe verwurzelt gegründet ist. Und diese Wurzeln eines Baumes, die bleiben im Erdreich. Und so geht es für dich darum, bleib in dieser Liebe, dieser bedingungslosen Liebe Gottes. Und reiß dich nicht raus wieder, dass du wieder im System von Anerkennung, von Sicherheit, Komfort und Kontrolle wurzelst. Dort drin bleiben. Und dann sagt er, das wird uns befähigen, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen. Auch wenn du schon was von der Liebe Gottes erfahren hast, es gibt mehr Dimensionen für dich. Er beschreibt es, Breite, Höhe, Tiefe, Länge. Da bist du nie am Ende, das zu erfassen. Das ist ein Prozess, das geht weiter. Und seine Liebe gilt es nicht nur zu verstehen, sondern es ist, so beschreibt es Paulus, ein Prozess der Füllung mit der Fülle des Lebens. Die bedingungslose, die unendliche und unüberwindbare Liebe von Gott für dich ist die Fülle für dein Leben. Mit der sollst du erfüllt werden. Und wie geht das jetzt? Paulus erschreibt zwei Wege. Das erste ist, es geht nur über den Vater. Wenn du Gott noch nicht als liebenden Vater kennst, hast du ganz bestimmte Dimensionen dieser Liebe noch nicht erfasst. Die Liebe Gottes in sein Leben hineinzulassen heißt, den Vater kennenzulernen. Das dauert ein Leben lang. Als ich erstmals so sehr von der Liebe Gottes erfüllt wurde, dass ich wirklich wusste, mein Wert hängt allein nur raus ab, das ging bei mir tatsächlich auch, als sich mir der Vater, Gott mir als liebender Vater offenbart hat. Was möchte er bei dir auch? Und was sagt Paulus noch? Er sagt, verstandesmäßig klappt das nicht allein mit der Liebe. Es geht nur im Gebet. Und im Gebet nicht so, ich mache jetzt eine Bitte, Herr, lass mich deine Liebe erfassen und dann kommt es irgendwie. Gebet als ein fortwährender Beziehungsprozess. Ständig mit Jesus zusammen sein, mich nach seiner Liebe ausstrecken, mich von seiner Liebe bestimmen lassen. So kann ich seine Liebe in allen Dimensionen erfassen und so geschieht auch diese Füllung mit der Fülle des Lebens. Liebst du, haben wir am Anfang gefragt. Und wir haben jetzt festgestellt, du bist bedingungslos, unendlich und unüberwindbar von Gott geliebt. Das habe ich heute 100-mal gesagt, aber das braucht es auch, damit wir es wirklich glauben können, damit wir von unseren Prägungen, von unserem System, das wir erlernt haben, dass wir das Gott geben können und uns von ihm füllen lassen können. Ich möchte jetzt Michael und das Lobpreisteam bitten, dass sie schon mal hochkommen. Und ich möchte am Ende noch beten. Und während dem Gebet hast du und Gott im Zwiegespräch die Möglichkeit, dass du, wenn du das für dich erkannt hast, ja, ich falle auch immer wieder in dieses System zurück. Und das ist dieses System aus Sicherheit, Komfort, Anerkennung und Kontrolle. Ersetzt diese bedingungslose Liebe Gottes in meinem Leben. Dann neige ich auch dazu. Du hast heute neu die Möglichkeit, ihm das zu geben und dich ganz neu für seine bedingungslose und unendliche Liebe zu öffnen. Das Lobpreisteam darf schon anfangen, die ersten Melodien des ersten Worship-Songs dann zu spielen und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist
und dass du jeden Einzelnen, der hier drin sitzt, jeder Einzelne, der am Livestream zuschaut, ob er sich so fühlt oder nicht, dass du ihn bedingungslos, grundlos, dass du ihn unendlich, nicht aufhörend und unüberwindbar liebst. Vater, und wir öffnen uns heute Morgen für diese deine Liebe und sagen dir, ja, sie soll unseren Wert ausmachen, sie soll unsere Identität prägen und bestimmen, sie soll diese Identität in unserem Leben schaffen. Vater, wir öffnen uns diesem schöpferischen Prozess deiner Liebe und sagen, ja, Vater, wir geben dir jetzt die Erlaubnis dazu. Und wenn du das für dich ganz persönlich meinst, dann sag das in deinem Herzen jetzt zu deinem Gott, zu deinem Vater im Himmel, ich gebe dir die Erlaubnis für diesen Schaffensprozess. Und wenn du merkst, dieses System aus Komfort, Anerkennung, Sicherheit und Kontrolle, es regiert in deinem Leben, oder du fällst immer wieder dahin zurück, dann gib es ihm jetzt. Sprich das jetzt, ich werde jetzt einfach mal ganz still sein und sprich das jetzt aus vor dir und vor Gott, vor dir selber. Jesus, ich gebe dir mein System aus diesen vier Dingen und ich empfange anstelle dafür deine Liebe. Mach das mal jetzt in der Stille. Ist jetzt einfach 1-2 Minuten still und du machst es. Gib ihm das System ganz bewusst. Gib ihm die Situationen, wo du merkst, da handle ich nach dem System, da denke ich nach dem System. Und gib ihm das ab und nimm seine bedingungslose, seine unendliche Liebe stattdessen. Sag, komm hinein, Vater, mit deiner Liebe. Jetzt die nächsten 2 Minuten ganz still. Und Jesus, deine Liebe ist die stärkste Kraft, die stärkste Macht der Welt. Kein menschlich erlerntes System kann standhalten von ihr. Jesus, keine erlebte Ablehnung, keine Selbstablehnung, nichts kann vor ihr standhalten. Deine Liebe überwältigt alles, weil sie unüberwindbar ist. Vater, ich bete, dass jetzt deine Liebe kommt in jedes Herz und jeder dein göttliches Ja über seinem Leben, über seine Person hört. Du sagst jetzt über jede Person hier im Raum, über jede Person am Livestream, sprichst du dein göttliches Ja, dein Ich habe dich, ich liebe dich, bedingungslos, unendlich und unüberwindbar. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Und ich bete, dass deine Liebe unser Leben prägt, dass sie der prägende Faktor wird, dass sie so einen Einfluss hat wie bei Jakob, dass 7 Jahre wie wenige Tage sind, dass deine Liebe mit Kraft in unserem Leben ist, dass alle Selbsterlösungssysteme, alle Selbstumgangssysteme, alle Ersetzungssysteme gehen müssen und nur deine Liebe da ist. Nur unser Wert von deiner Liebe abhängt. Danke, Jesus, dass es uns frei macht, dass es uns frei macht, mit dir zu leben, dass es uns in neue Gemeinschaft mit dir setzt, dass wir neu das begreifen können, wir sind dein Gegenüber, deine Partner. Danke, dass das jetzt heute Morgen deine Liebe schafft. Danke, dass deine Liebe jetzt diesen schöpferischen Prozess heute Morgen in jedem Einzelnen, wir sind Ebenbilder Gottes, das setze ich heute Morgen ganz neu frei. Wir sind Geliebte Gottes, das setze ich auch frei, dass wir als solche leben. Und danke, dass heute Morgen jetzt auch noch der Glaube und das Vertrauen an diese unüberwindbare Liebe freigesetzt wird. Was auch kommen wird, wie sich die Welt verändern wird oder auch nicht, was in deinem Leben noch an Zukünftigem kommt. Gottes Liebe ist unüberwindbar. Und dieses Vertrauen schafft jetzt auch der Heilige Geist darauf in deinem Leben. Egal was vor dir liegt, Gottes Liebe ist unüberwindbar. Damit segne ich euch im Namen Jesus. Amen.